Hallo liebe Grillfreunde, hier ist Peter von Grillguru und ich freue mich, dass ihr in unserem YouTube-Channel eingeschaltet habt, wenn es getreu nach unserem Motto geht, aus Liebe zu gutem Fleisch. In Gesprächen mit Freunden heißt es häufig, ihr macht ja nur Fleisch, könnt ihr auch was anderes machen? Kann ich ja nur wirklich sagen, schaut doch auf unserem Blog vorbei, da gibt es auch tolle Gemüse- und Fischgerichte. Natürlich machen wir sehr viel Fleisch, aber heute zeige ich euch ein tolles Rezept für Fisch. Und deswegen gibt es dieses tolle schwarze Halbutfilet heute in einer Joghurtmarinade. Das werde ich heute einen Tag vorher vorbereiten, damit die Marinade schön durchziehen kann. Was brauchen wir für die Marinade? Für die Marinade brauchen wir eine ausgepresste Orange, Fleur de Sel, Paprika, natürlich milden Joghurt und dann Gewürze. Wir haben hier einmal Honig, wir haben hier Curry, Knoblauch, Chiliflocken, edelsüße Paprika und Ingwer. Das Ganze wird vermischt, kommt an den Fisch und der Fisch muss mit der Marinade am besten über Nacht durchziehen. So, jetzt werden erstmal die Zutaten miteinander vermengt. Alles in eine Schüssel. Habt ihr alle Gewürze vermischt, wird die Marinade nun mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Die Marinade übrigens ist nicht nur für den Fisch geeignet als Marinade an sich, sondern sie kann hinterher auch noch, wenn ihr zum Fisch Reis machen möchtet, zum Beispiel als Soße mitverwendet werden. Also, wenn ihr wollt, spart euch etwas von der Marinade auf. Damit nicht zu viel Marinade in das Gerät läuft, habe ich eine Barriere aus einem Küchenpapier gelegt. Das verhindert, dass die Flüssigkeit in das Gerät läuft. Jetzt kann vakuumiert werden. Halbut hatte jetzt eine ganze Nacht lang Gelegenheit zu marinieren und ich habe den jetzt auch schon mal vorbereitet. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ein Teil des Halbuts habe ich jetzt in eine Schale getan, der wird gegart auf dem Grill. Den anderen Teil des Halbuts habe ich auf den Teller getan, der kommt gleich auf eine Holzplanke. Somit haben wir zwei unterschiedliche Variationen der Zubereitung. Der Grill ist bereit, der Fisch ist bereit. Jetzt kann der Deckel zu und ich bin gespannt, wie das Ganze mundet. So, den Fisch aus der Schale habe ich schon herausgeholt, der war schon fertig. Jetzt gucke ich mir mal an, wie es mit der Planke aussieht. Deckel auf. Duftet schon mal sehr gut. Ab auf den Teller. Liebe Grillfreunde, das war schwarzes Halbutfilet auf Joghurtmarinade. Mein Fazit. Zuallererst, das Garen bzw. Grillen in der Schale könnt ihr getrost euch sparen. Das war geschmacklich okay, war nicht der Burner. Aber im Gegensatz dazu, das schwarze Halbutfilet auf der Zedernholzplanke ist der Burner. Ich sag euch, das ist der Burner, der Kracher überhaupt. Das war sehr, sehr lecker. Das Filet war sehr, sehr saftig und zart. Ich hatte wirklich Mühe, es von der Zedernplanke auf den Teller zu hieven. Es hat vorzüglich geschmeckt. Leichte Zedernholzaromen gepaart mit den Aromen aus der Marinade. Ich bin begeistert. Mir fehlen wirklich die Worte. Ich bin begeistert. Aber grillt es nach? Ihr werdet es sicherlich nicht bereuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf unserem YouTube-Channel von Grillguru. Ansonsten besucht uns auf unserem Blog grillguru.de. Wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht mal ein Like, Daumen hoch, einen Kommentar hinterlasst. Stay tuned, es gibt bald wieder neue Videos oder neue Rezepte. Euer
Peter von Grillguru. Viel Spaß beim Grillen!